So, jetzt habt ihr aber gerafft, dass es hier oben rum näher ist, ne? Das ist schon mal gut. Kommt doch ein wenig Freude auf. So, bei wie viel Reisschnaps sind wir? Bei 53, wir sind fast bei der Hälfte. Finde ich sehr gut. Blau ist leider relativ umzingelt von Holz und dann habe ich jetzt keine Muße irgendwie mich da durchzunuken mit meinen Kanonen, beziehungsweise das erstmal wegzuholzen und mich dann durchzunuken. Ich bin gespannt, ob wir noch auf 100% Kampfkraft kommen, bevor wir unser Ziel erreichen. Ich glaube es ehrlicherweise nicht, aber mal schauen. Man kann sich ja irren, ne? Es läuft leider mit dem Reis noch nicht so schnell wie oft, aber du hast ja auch gerade erst mit deiner Produktion hier begonnen. Und du hast eben noch so gar nicht losgelegt, habe ich dann... Ach, du warst blockiert. Oh, super. Ja gut, wenn man das Hauptziel blockiert, versucht er da hinzugehen und macht es im Endeffekt nicht. Ja, wieder was gelernt. Obwohl ich schon so viele mehrere hundert Stunden in diesem Spiel verbringe, kann man immer wieder was Neues lernen. Das mag ich. So, wir können ja mal schauen, was da unten im Berg ist, einfach spaßeshalber. Ach Gott, stimmt, ich habe hier noch meine ganzen Pfaffen. Das habe ich vergessen. Warte mal, vielleicht können wir uns ja noch ein bisschen Reisschnaps herbeizaubern. Nö, aber jede Menge Brot und Kohle. Gut, schade. So, ihr dürft gerne da hinten mithelfen. Spitzhacke fehlt. Machen wir doch direkt eine zweite fertig, weil die auch fehlen wird. Was? Och nein, zurück. So. Muss ja jetzt keiner unnötig mehr sterben hier, ne? Das brauchen wir nun wirklich nicht. 73. Ich schau mal, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie an ihn rankomme. Vielleicht wenn ich hier unten lang... Ah, wuselig, aber könnte klappen. Die Frage ist so, wo komme ich dann überhaupt hin? Oh, wisst ihr was? Vielleicht möchte ich auch einfach mal mit meinem Bogenschützen Hallo sagen. Und einfach nur meine Bogenschützen zu verheizen und ein bisschen von ihm was platt zu machen. Ist zwar irgendwo Bullshit, aber habe ich gerade Bock drauf. Und ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich möchte jetzt ungern mit F12 weitermachen. Oh, ihr müsst unbedingt natürlich alle da an dieser schmalen Passage vorbeilaufen. Nirgendwo sonst. Warte mal. Ich lasse mal eben euch woanders hingehen, dass auch mal die Pioniere da durchkommen. Hallo? Oh. Next. So, damit hätten wir das. Dann dürft ihr gerne hier hinten mithelfen.
Kann es, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Kann es sein, dass die unterschiedlichen Artillerien unterschiedliche Treffsicherheiten haben? Weil die Kanonen kommen mir relativ treffsicher vor. Wenn ich so an die Katapulte der Römer denke, das war irgendwie immer so Kraut und Rüben, wo die hingeballert haben. Haben vielleicht mal so ein Drittel aller Schüsse gesessen, wenn überhaupt. Gefühlt zumindest. Vielleicht vertue ich mich da auch, kann ja sein. Ach komm, ich möchte mal ein bisschen das Lager hier leer kriegen. Mal, schaffen wir doch mal ein bisschen Wohnraum. Wie schaut's aus? 88, sehr gut. Wir sind auf einem guten Weg. Und alsbald fertig, denke ich. So, mal schauen, ob ihr werdet tatsächlich wahrscheinlich eure Arbeit einstellen, da ihr hier alles habt. So, dann dürft auch ihr euch hier hinten anschließen. Boah, der Berg, der lohnt sich ja richtig. Kein Wunder, dass Gelb keinen Bock hatte, auch nur den Hauch einer Wirtschaft aufzubauen. Bewegen wir uns da so einen Zentimeter in dieses Land rein, in der Hoffnung, dass er uns mit ein paar Truppen entgegenstürmt. Ja, du förderst nicht mehr. Das habe ich so oft gehört, das hat für mich inzwischen jede Bedeutung verloren. Und gleich haben wir die 100 überschritten, sehr schön. So, wollen wir doch mal schauen, ob er zum Spielen kommt. Ja. Ach komm, wir gönnen uns mal einen Aussichtsturm. Der wird zwar eh nicht mehr fertig, also ich glaube zumindest nicht, dass er rechtzeitig fertig wird. So, hier im Dreiländereck machen wir auch nochmal einen hin. Schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So, das scheint ihn nicht zu interessieren, also laufen wir mit unseren Katapulten mit. Aber wie gesagt, vielleicht können wir hier unten noch ein bisschen Rabatz machen. Bevor wir unser Missionsziel erreicht haben. Das Munitionsziel haben wir aktuell erreicht. So, 104 noch 16 Stück. Nee, das werden wir sowas von nicht schaffen. Egal. Haben wir trotzdem sehr solide gleich gewonnen. Finde ich gut. I like. So, 107 haben wir schon. 108. Noch eine. Ach, stimmt, ich habe hier drei gebaut. Es läuft doch. Ja, wir scheinen hier nicht weiterzukommen, oder? Nee, die sind da ein bisschen festgefahren. Warte, ich versuche mal da durchzulotsen. Nicht wirklich. Egal, wir haben gleich unser Ziel erreicht. Da können wir mal gucken, wie viel er da hat. Wie viel fehlt noch? 8 Stück noch. Thank you.
Na, wie viel noch? 5 Stück noch? Wollen wir nochmal mit unseren Bogenschützen einfach mal einmarschieren? Je nachdem, wo er seine Truppen hat. Aber der hat ja nicht so viel Land, ne? Also eigentlich können die gar nicht so weit weg sein. Und der wird viele haben, da gehe ich jetzt schon aus. Hat er weiter fleißigst aufgebaut. Jetzt gleich wieder ping. Ach, der hat es hier gar nicht besetzt, okay. Was stimmt denn nicht mit dir? Schade, dass wir das nicht mit Bogenschützen besetzen können. Ach, guck an, da ist was zum Spielen. Und gewonnen. So, wenn er weiter so linienförmig mit seinen Truppen kommt. Boah, der hat ja doch jede Menge Ländereien. Oi, 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 oi. Huhuhu. Alter, wie viele Truppen hat der bitte? Mein Gott, der hätte uns den Arsch aufreißen können, wenn wir nicht rechtzeitig reagiert hätten. Sehr schön. Der hatte noch 3 Dinger übrig. Gut, damit kann ich... Das kann ich, glaube ich, verknüsen. Na, guck, jetzt kann man doch mal auf die Idee, das zu besetzen. Ja, diese verdammten Schwertträger, die so viel aushalten. Ärgerlich. Aber gut. Let's call it a day. Wir beenden das Ganze hier. Schauen wir uns noch die Statistik an zum Abschluss. Ja, 678 Krieger. Ich habe gerade mal 468. Aber gut, die standen halt alle an einem Turm. Seine nicht. Von daher egal. Gold habe ich jede Menge produziert. Sehr schön. Und Mana, da war er ganz weit vorne. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski.